Plyometrisches Training Level 3. Es baut wie die anderen Levels wieder auf dem ähnlichen Prinzip auf. Ihr dürft euch wieder ein bisschen warm machen mit dem Thema Fußkreisen oder auch ein bisschen Standwaage in verschiedenen Varianten. Das habe ich jetzt schon gemacht. Dann geht es wieder los mit lockeren, extensiven plyometrischen Sprüngen. Das sind diesmal weniger. Dafür steigt die Intensität bei den intensiven Varianten. Und es kommt am Ende noch eine Variante, die Level 1 locker war, als intensive Variante dazu. Das heißt, es geht erstmal wieder los, weitbeinig 20 Sprunggelenksprünge. Locker bleiben, kurz Pause machen. Kurzer Bogenkontakt, aber wie gesagt nicht maximal kurz. Und es geht vor allem auch darum, es soll locker und flüssig immer sein. Das Ganze erst vorne hin. Wieder kurz Pause, 20-30 Sekunden. Dann geht es gleich mit der seitlichen Variante weiter. Dann locker einbeinig. Jetzt kommt eine neue Übung, schnell isometrische Kniebeugen. Da werdet ihr schon mal für die Level 4 bis 6 vorbereitet, wo es auch darum geht, Kräfte abzufangen und kontrollieren zu können. Wer möchte, kann das Ganze auch schon mal einbeinig ausprobieren. Ihr wollt schnell runtergehen und möglichst schnell in der tiefen Position die Kniebeuge stoppen und kontrollieren. Dürfen 7 Stück sein. Wer sich dabei gut fühlt, kann auch ein, zwei mehr machen. Es reicht aber auch aus, wenn es im Zweifel nur 5 sind. Dann das Ganze nochmal von vorne. Und nochmal die Variante, wie es aussehen würde, wenn es einbeinig ist. Probiert es am Ende zu kontrollieren, dass ihr auf jeden Fall stehen könnt. Jetzt geht es zu den intensiven Varianten über. Wieder einbeinig. Erst mit dem einen, dann mit dem anderen Fuß. Links und rechts springen, kurze Entfernung. 12 bis 16 Kontakte, also 6 bis 8 Mal auf jeder Seite. Denkt dran, auch da beim Fußwechsel mindestens 15 Sekunden Pause lassen. Bein, das angefangen hat, sollte auf jeden Fall 60 Sekunden Pause haben, bevor es mit der Variante vorne hinten weitermacht. Denk dran, Ferse berührt nie den Boden.
und ihr wollt maximal schnell sein. Jetzt wird es wieder beidbeinig und es geht diesmal wieder in die Höhe. Beidbeinige Sprunggelenksprünge. Schwerpunkt ist weiterhin kurzer Bodenkontakt, aber ihr wollt dabei maximal weit hochspringen. Die ersten ein, zwei sind immer ein bisschen niedriger, danach wird es in die Höhe gehen. 7 bis 8 reichen auf jeden Fall aus. Wie immer, wer sich gut fühlt, kann auch ein, zwei mehr machen. Sekunden Pause solltet ihr schon als Orientierung nehmen. Macht nicht so schnell weiter. Ihr wollt wirklich für die nächsten Durchgänge komplett erholt sein. Zweiter Durchgang hat sich schon wesentlich besser angefühlt gerade. Lasst euch wieder Pause, es gibt diesmal noch einen dritten. Dritter Durchgang. Denkt dran, leichte Kniebeugen okay, starke Kniebeugen wollt ihr nicht haben, Sprünge sollen sprunggelenksdominant sein. Jetzt geht's wieder zu den Skater-Jumps. Eher auf Bodenkontakt als auf Sprungweite, trotzdem Stabilität geht nach vor, 90-95% Intensität und dann müsst ihr dabei nicht gehen. Bisschen kürzer könnt ihr die Pause halten, weil wie gesagt keine 100%ige Intensität gegangen werden soll. 6 bis 10, also 3 bis 5 auf jeder Seite. Weil beim Skaterjump mehr Muskulatur involviert ist, fährt die Herzfrequenz höher, das Herz-Kreislauf-System höher. Dadurch tendenziell auch eher nur mal ein paar Sekunden länger Pause lassen.
Letzte Übung ist ein Bounding. Bounding heißt immer, man springt mit einem Fuß ab und landet auf dem anderen. Das Ganze natürlich als plyometrisch. Insofern Fersen berühren nie den Boden. Kurzer Bodenkontakt, zwei Durchgänge. Die sollen nach vorne seitlich gehen, wobei der Schwerpunkt ein bisschen mehr auf der Seite liegt. Und wie gesagt, vor allem Weite nicht entscheiden. Kurzer Bodenkontakt ist wichtiger. Das ist also Vorbereitung für Richtungswechsel. Wie ihr seht, erster Sprung unkonzentriert, nicht stabil in der Landung gewesen und ich konnte mich sofort nicht abdrücken. Ganz wichtig, konzentriert euch darauf, dass ihr euch richtig abdrücken könnt. Also deswegen konzentrieren. Flüssige Bewegung, so wie im zweiten Durchgang soll es aussehen. Fangt auch erstmal lieber mit einer kürzeren Entfernung an. Konzentriert euch, wie gesagt, auf den kurzen Bodenkontaktzeit. Dann ist es wesentlich leichter, das Ganze erstmal zu kontrollieren. Und wie gesagt, es kann immer passieren, wenn man unaufmerksam ist, dass man da ein bisschen wegrutscht, wegknickt, irgendwas passiert. Fangt locker an, kontrolliert. Und dann ist es aber eine gute Vorbereitung, wie gesagt, zum einen für das Thema Schnelligkeit, Sprungkraft, zum anderen auch für das Thema Richtungswechsel.